unendlich viele Möglichkeiten, die Ursprünge eines Volkes, seine Kultur, seine Ausdrucksweise und seine Fähigkeit, seinen Lebensraum zu erobern und sich Respekt und Bewunderung zu verschaffen, darzustellen. Jedes Jahr versammelt die Donauschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung ihr ganzes Team, um der Gemeinde den Reichtum unserer Traditionen, unserer Geschichte und unserer Bräuche zum Ausdruck zu bringen. In diesem ungewöhnlichen Jahr dürfte es nicht anders sein. In diesem metaphorischen Video laden wir unsere Gemeinde zu einer Zeitreise ein, die erfüllt ist von Bildern, die an unsere Donauschwaben gewidmeten Kulturprogramme erinnern. Im Laufe der Jahrhunderte entschloss sich Frau Geschichte, den Chefkoch zu spielen. Wie wär's, wenn wir eine andersartige Ethnie zubereiten? Dachte sie. Das Endrezept erweist sich als komplex und das Ergebnis als einzigartig. Ihre Erfindung taufte sie auf den Namen Donauschwaben aller Jahrhunderte alte Kultur. Man wähle eine gute Portion arbeitsame Bauern aus und stelle sie in ein unbewohntes, aber gut bewässertes Landbecken. Man emulgiere sie aber vorher im Donaufluss. Man füge etliche Tassen Bitternisse, Ängste, Unglücke hinzu und lasse den Glauben gären, bis er unerschütterlich wird. Dann gedeihen lassen. Man füge anschließend Gewürze, gewonnen aus Nachbarvölkern, hinzu und lasse das Ganze jahrzehntelang in kulturellen Würzen marinieren. Wenn der Teig ganz fest wird, teile man ihn plötzlich in unregelmäßige Stücke. Man lege jedes Stück in einen verschiedenen feuerfesten Topf hinein, in dem jede neue Portion neue ethnische Einflüsse bekommt. Im Falle übermäßigen geschichtlichen Säuregehalts bitte korrigieren und zum Binden genossenschaftliche Soße einrühren. Man transportierte dann den Teig in einen neuen feuerfesten Gelegenheitsbackform. Man lasse die 5 gemeinschaftlichen Schübe 7 Jahrzehnte lang oder mehr in einem tropischen Ofen bei Temperaturen zwischen minus 8 Grad Celsius und 31 Grad Celsius gemeinsam und langsam backen. Von der Mitte bis zum Ende des Verfahrens die landwirtschaftliche, industrielle, soziale und kulturelle Grundlage mit verfeinerter Mischung beschmieren, um der Zubereitung eine goldene Note zu verleihen. Nach schwäbischer Art, vorzugsweise heiß und jährlich, auf festlichen, mit tiefen kulturellen Tellern auf Bühnen gedeckten Tafeln servieren. Nach dem Servieren wieder in den Ofen schieben. Jede Portion reicht für Tausende von Menschen und ergibt die Vervielfachung und Hinzufügung neuer Zutaten zum Rezept.